Listen, Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zum Mass Effect 2 TDFLP, hier euer Ding am Start. Wir sind jetzt immer noch dabei, die alte Tali zu rekrutieren. Und wir müssen jetzt so einen richtig fetten Koloss plätten. Beziehungsweise wir müssen uns irgendwie langsam vorarbeiten. Und dann den Rest hier wegziehen. Number one is down. Jetzt ist noch Quest for Business. Jetzt gucken, wie wir hier vorgehen sollten. Wir sollten erstmal. Ja, ich muss mich dann langsam vorarbeiten. Jetzt arbeite ich mich nach vorne. Du gehst auf Tauchstation. Ah, mein Näschen. Genau reingelaufen. Macht Sinn. So, jetzt ist auch unten, jetzt können wir uns vorarbeiten. Irgendwie down machen. Mal von da oben auf. Ich muss nach vorne. Ohne Probleme. Mir geht langsam die Mulle aus. Das ist Iridium. Koloss reaktiviert sich. Vorsicht! Ja. Could you please fucking not? Yeah. Good job. Die Waffe ist toll. Okay, der ist down. Was ist das? Good job. Sekunde, ich habe die Tür verschlossen, damit nicht noch mehr Gift reinkommen. So, das müsste es gewesen sein. Alrighty. Let's get in there, bitches! Hey, wake up. Oh my brother from another mother. Danke, Shepard. Ohne sie wäre ich niemals lebend aus diesem Raum rausgekommen. Diese gesamte Mission war eine Katastrophe. Ich wünschte, ich hätte mich ihnen damals auf der Freedom's Progress angeschlossen. Aber ich konnte nicht zulassen, dass ja, wäre besser gewesen. Mission meinen Platz einnimmt. Es sieht so aus, als hätte ich gerade Ihre Mission gerettet. Vielleicht lässt Ihr Volk jetzt zu, dass ich Sie für meine Mission verpflichte.
Ich muss nur noch die Daten auf einem sicheren Kanal übertragen. Dann komme ich mit Ihnen. Na, also. Wenn die Admirale ein Problem damit haben, können Sie zum Teufel gehen. Ich habe gerade mit angesehen, wie mein ganzes Team gestorben ist. Vielleicht nicht Ihr ganzes Team, Ma'am. Rieger! Boom, Headshot! Es geschafft. Ihr alter Captain ist so gut, wie Sie sagten. Der verdammte Koloss hatte überhaupt keine Chance. Die Normandy, die kann sie von hier wegbringen, wenn sie möchten, Rieger. Die Geth haben unser Schiff nicht beschädigt. Solange wir von hier wegkommen, bevor Verstärkung eintrifft, ist alles in Ordnung. Ich werde sie nicht begleiten. Ich schließe mich Commander Shepard an. Ich übergebe die Daten dem Admiralitätsrat und erstatte Bericht, was passiert ist. Ich überlasse sie jetzt Ihnen, Shepard. Beschützen Sie sie. You're damn right. She's my bitch now. Oh, my brother. Cerberus hat Aufnahmen von Ihnen im Einsatz, Talisora. Wir freuen uns darauf, Sie im Team zu haben. Ihre technischen Kenntnisse werden für die Mission von großem Vorteil sein. Oh. Ich kenne Sie nicht, aber Cerberus hat die Sicherheit der Migrantenflotte bedroht. Nett und freundlich zieht bei mir nicht. Sie müssen sie nicht mögen, Tali, aber diesmal sind wir auf derselben Seite. Ich hatte angenommen, Sie wären undercover tätig, Shepard. Vielleicht sogar mit dem Plan, Cerberus zu zerschlagen. Falls das der Fall ist, leihe ich Ihnen eine Granate. Falls nicht, arbeite ich für Sie. Aber nicht für die. Mehr verlange ich auch nicht, Tali. Ich bin auf dem Maschinendeck, wenn Sie mich brauchen. Yes. Vergessen Sie nicht, sich bei Edi vorzustellen. Der neuen künstlichen Intelligenz des Schiffes. Forschungssubjekt Zero Biotischer Schaden. Okay. Sagen wir gehen erstmal unsere Sachen tun. Wir müssen ins Tech Lab. Oh, wir sind irgendwie. Oh, Entschuldigung, falsch gelaufen. Na, hier ist das Tech Lab. Waffen-Upgrade. Oh, Sturmgewehr. Oh. Das ist einfach nur Schaden. Sturmgewehrschaden verbessern wir. 7,5 Iridium. Machen wir auf jeden Fall fit. Ich glaube, dann hier geht gar nichts mehr, ne? Oder? Oh, Schaden. Schrotflinte und schwere Pistole. Ey, warum nicht? Pistole, warum nicht? Get weg. Haben wir noch eins? Nein, okay. Panzerungen, Techschaden, biotischer Schaden. Ist gar nicht so teuer. Machen wir einfach mal. Wir nehmen alles mit. Oh, das kann ich sogar nochmal machen. Ja, warte, dann gucken wir erstmal, was wir noch haben, bevor wir irgendwas. Vielleicht können wir Schüsse. Scheiße, die Schussverbesserung. Prototypen fortgeschrittenes Training. Oh, wir kriegen eine neue Bonuskraft, okay. Nee, warte mal. Ah, okay. Verstehen. Mehr Gesundheit, gib ihm. Und das will ich auch, da kann ich irgendwie eine Fähigkeit lernen, die Sweet Lemonade ist. Barriere. Warp, Inferno-Granate oder Blendgranate. Wir nehmen Warp, oder? Das ist eigentlich ziemlich cool, dass ich glaube, dieses Auseinanderreißen.
Ah nein, das ist Munition. So. Kann ich was anderes wählen? Scheiße. Barriere erzeugt ein Schild, das sein muss. Ich weiß nicht. Wir haben doch alle Munitionstypen. Schild, Entfernung von... Ach, wir nehmen die Granate einfach. Wrecked Bitches. So, ich glaube, das war alles. Will jemand mit mir reden? Bitch! Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. That's nice. Ich dachte, jemand will mit mir reden. Gut, was müssen wir jetzt tun? Müssen wir, ich glaube, wir müssen hier einfach nur raus. Oder nicht? Außen zu. Ach nee, wir mussten jetzt das eine. Das war jetzt die Tali-Mission und jetzt gehen wir da nach links. Und ich glaube, da waren 4 Missionen. Ja, Tatsache. Und wir werden... Miranda helfen, dann werden wir die nächsten 2 Leute rekrutieren und dann mal gucken. Vielleicht müssen wir wieder ein paar Nebenmissionen machen. Kein Plan. We will see, what's up, bitches. Wow. Es ist sogar alles hier. Not for real. Ist alles auf einem Planeten. Krass. Okay. Dann werden wir mal versuchen, alles abzuschließen, was geht. Und dann sind wir richtig, richtig nice. Meines Erachtens. Oh, mein Auge juckt. Tali, Tali, Bali. Keine Ahnung, ich glaube, ich nehme mal die mit. Und die. Ich weiß nicht, was die Karte ist. Mal gucken. Shepard, 4 Pünktchen. 4 Pünktchen hast du. Ja, nochmal wir einen in die Disruptor-Munition rein. Dann ist gut. 18 Punkte Kampfdrohne. Okay. KI Hack. Das ist cool. Okay, die ist fucking useless, aber wir nehmen sie einfach mal mit in die Mission. Ja. Haben wir noch jemanden? Die 2 Punkte, können wir irgendwas skillen? Nein, können wir nicht. Ich benutze sie für Waffen. Schrotflinte und schwere Pistole. Dann nehmen wir lieber die hier. Und nehmen wir lieber... die hier. Mal die hier. Das ist gut. Und wir landen on the fucking planet. Willkommen in Nos Astra, Commander Shepard. Wir wurden angewiesen, alle Andock- und Verwaltungsgebühren für Ihren Besuch zu erlassen. Mein Name ist Karina. Wenn Sie Informationen über die Umgebung benötigen, wäre es mir eine Freude, Ihnen behilflich zu sein. Wer hat Sie angewiesen, auf die Gebühren zu verzichten? Der Befehl kam von Liara Tissoni, die alle Gebühren für Sie bezahlt hat. Sie hat auch darum gebeten, dass ich Sie zu ihr führe, sobald Sie Zeit dazu haben. Sie ist in der Nähe der Handelsebene. Danke.
Ich heiße Sie erneut in unserer Stadt willkommen, Commander, und wünsche einen angenehmen Aufenthalt. Grüße. Laut Zollbericht hält sich eine Justikarin namens Samara in diesem Hafen auf, Shepard. Ihre frühere Teamgefährtin Liara Tassoni könnte mehr wissen. Ihr Büro liegt über der Handelsebene. Sie könnten mit ihr auch über den Aufenthaltsort von Thane Krios sprechen, dem Attentäter in ihrem Dossier. What the fuck? 25. Nur sehr wenige Quarianer kommen hier. Was ist das denn? Ilium hat der Flottille einen Mindest. Das sieht ja geil aus! Zur Seite, Mann, ich muss den mal angucken. Für alle, die es sich leisten können, ist das der großartigste Planet der Galaxie. Meine Fresse, ist der fett. Alles dafür, dass die Flotte der Quarianer nicht herkommt. Ja, das war alles. Zwei Jahre nach stoßen sie Fertighäuser ab? Warum nicht? Habe ich nach Eden Prime auch gemacht. Konnte davon neue Exo-Anzüge für meine Kinder kaufen. Wow. Sie sind verrückt. Türme, Verkehr, Lichter und Asari. Wohin man schaut. Okay. Eine Weile wollte ich mal hier leben. Fuck, I'm confused. So ich hasse das Confused. Denen geht's wirklich nur ums Geld. Wir müssen auf jeden Fall in das Büro von der Alten. Das ist... Ich tue, was ich tue, weil es mir Freude bereitet. Diese Leute tun, was sie tun, weil sie nichts Besseres können. Jahresbüro. Büro. Wir laufen mal einfach hier durch, entspannt noch die letzten Minuten. Vielleicht finden wir irgendwas super Interessantes. Hören Sie, ich weiß, dass die Daten für die Familie Kirosa sehr wichtig sind. Lassana Dentius hat uns nicht mal Zeit zum Packen gelassen. Was? Nicht mal Zeit zum Packen gelassen? Ich überhaupt rausgekommen bin. Ihre Söldner haben plötzlich das Feuer eröffnet. Wenn es noch mal reinlässt, hole ich alles. Wenn nicht, können wir nur noch hoffen. Serena, grüß. Tut mir leid, ich bin gerade beschäftigt. Dann nicht. Hier gibt's auch nichts. Transport. Okay. Sind Sie Quarianer oder was? Nein. Und der Mensch. Gesagt, dass Sie bei Beförderung immer überschritten werden, weil Angestellte mit Exo-Anzug. Vertrau mir. Die Waren aus dem Terminus-System sind sehr gut fürs Geschäft. Ich weiß nicht. Einige davon kommen. Ich sag dir doch, entspann dich. Sex werden ein paar fehlende Teile niemals auffallen. Nein, ich kann nicht rein. Sport zur Selbstverteidigung. Niemand kriegt die Extraware zu Gesicht. Waffenhändler. Das hört sich interessant an. Bist du sicher, dass die Waffen und Panzerungen von Thor Selbstverteidigung gut genug für Eclipse sind? Maschinenpistole und Charme. Teuer, ne, oder? Ich weiß nicht, ist teuer? Kann ich mit denen reden und denen sagen, dass es teuer ist? Das Geschäft ist da drüben. Und keine dummen Ideen. Der ganze Laden wird überwacht. Okay. Dann kaufen wir das. Kaufen wir das. Das macht Sinn. Kaufen auch einfach das. Wir schmeißen ja mit Credits, wir kaufen auch das, wir kaufen den ganzen Laden einfach. Wir haben einfach den ganzen fucking Laden gekauft. Oh, blaue Rose von Ilium. Was ist das? Deine Wurzeln tief hineinwachsen. Das kaufen wir auch alles, weil wir sind rich bitches, wir sind hier zum Shoppen. Herr damit, Alter. Wozu soll ich denn sonst die Credits ausgeben, wenn ich dafür... Was wollen Sie? Tut mir leid. Die Liebesgedichte des verdammten Kroganers zerren an meinen Nerven. Belästigt Sie dieser Kroganer? Nein, Sie müssen ihm nicht wehtun oder sowas. Er ist harmlos. Was bei einem Kroganer kaum zu glauben ist, ich weiß. Sein Name ist Char. Wir sind miteinander ausgegangen, aber im Moment sind wir getrennt. Er will mir zeigen, wie sensibel er ist, indem er mich, umwirbt. Wirklich schlimm. Wir reden später. Ey, Spaß. Das halt. Jetzt haben wir dick eingekauft. Wir wollen richtig schön shoppen. Was ist mit dir? Willst du zur Spezialeinheit? Warum nicht? Jeder Asari hat Biotik. Dann kann ich sie doch auch einsetzen.
In der nächsten Folge werden wir uns dann damit beschäftigen, wie unsere Mission weitergeht. Warte, wir quatschen noch mit Großofficer Dara. Nicht zu verzollen, weiter. Nein, sie will nicht mal mit mir reden. Ich weiß es nicht. Sie hat es wirklich auf die Menschen abgesehen. Das erklärt auch den verdammten Vertrag. Was gibt's hier? Oh mein Gott, wir können was kaufen. Hades Nexus. Okay, kaufen wir. Wir kaufen einfach alles. Kaufen wir auch. Ich weiß zwar nicht, was das bringt, aber wir kaufen das. Yeah. Bitch. Willkommen bei Barrier Frontiers. Unser Verkaufskiosk steht da drüben. That's nice. Okay, wir haben fertig geshoppt. Mit... Oh mein Gott, ich dachte, ich habe da zwei so Bubbleheads am Arsch hängen von meinen Teammates. Aber nein, das sind nur die Bilder. Oh shit. Okay. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Oh fuck.